Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Show Minecraft Sommerland. Wir befinden uns hier immer noch im Pilzdorf. Da haben wir uns ja zuletzt hier diesen Turm angeschaut und die Taverne und das Rathaus. Und ja, wir sind ja quasi von hier gekommen, kommen in die Stadt rein. Und wir gehen jetzt mal hier am Rathaus vorbei und schauen uns dann die ganzen Gebäude an, die es hier noch gibt. Hier zum Beispiel auch so ein gemütliches kleines Pilzhaus, was so mehr oder weniger dann in dem Berg integriert ist. Hier einmal ein etwas freistehenderes. Hier natürlich den Stamm entfernt in der Mitte, um ein bisschen mehr Platz im Inneren zu haben. Genauso wie hier. Hier sind mal zwei von diesen roten Pilzen verbunden. Das gibt ein bisschen größeres Haus. Hat man ein bisschen mehr Platz da drin. Ich habe auch nochmal ein Haus. Nichts Besonderes. Und wenn wir hier mal hochgehen, ein bisschen uns entfernen vom Stadtzentrum. Auch hier überall, ja, kleine Häuser. Hier etwas größerer. Mit diesem, ja, braunen Pilzmaterial so ein etwas größeres Haus gebaut. Hier auch wieder ein rotes, etwas kleineres. Und so gibt es hier überall Abzweigungen, von denen man dann verschiedene kleine Häuser erreicht. Hier auch mal eins, was sich quasi so in der Luft befindet sozusagen, beziehungsweise das ist nur der Eingang. Hier geht es dann ins eigentliche Haus. Das sieht man von außen gar nicht, aber das hier ist dann ja in den Berg geschlagen sozusagen. Hier hat man dann wirklich ziemlich viel Platz. Und ja, ist ein nettes kleines Haus. Oder ein nettes großes Haus, muss man ja schon fast sagen. Hier von dieser Rückseite sieht man das besser. Nicht, wenn man von hier kommt. Da führt es dann halt in den Berg rein und da hat man halt ein etwas größeres Haus im Berg. Und hier auch am See. Also das ist ein richtig cooles Gebäude. Keine Ahnung, wer da wohnt. Aber der hat anscheinend alles richtig gemacht. Hier habe ich da auch noch einen Pilz gesehen, oder? Ach hier, hier geht's lang. Ja, ist alles ein bisschen versteckt hier. In den Wald integriert. Hier sehen wir auch nochmal ein höher gelegenes. Hier auch wieder den Stamm entfernt. Und dann einfach Bett, Ofen, Workbench. Richtig cool. Und dann gehen wir mal hier zurück. Und gehen mal hier hoch. Hier gibt es auch noch wieder ein etwas größeres Haus aus diesem braunen Pilzmaterial. Also die größeren Häuser sind halt aus dem braunen Pilzmaterial, weil auch einfach der braune Pilz ist ja an sich größer als der rote. Und dann bietet es sich ja an, aus einem größeren Pilz ein größeres Haus zu bauen als aus den kleinen Pilzen eben kleinere Häuser. Dann schauen wir nochmal hier rein. Ja. Ihr bekommt jetzt eine Idee davon. Alle relativ ähnlich eingerichtet. Und hier hinten, was darf natürlich nicht fehlen in einem Pilzdorf, natürlich die Pilzkühe. Oder Mushroom. Mushroom. Ja. Auch ein paar normale Kühe hier mit dabei. Ein bisschen Heu, ein bisschen Wasser. Das hier ist auch wieder der Berg, wo auch die Taverne drin ist. Hier sehen wir das. Beziehungsweise ein Raum aus der Taverne oben ist das. Also sieht, man muss zwar ein paar Blöcke laufen, bis man hier ist. Aber es ist doch dann dichter an den anderen Gebäuden dran, als man denkt. Gut, und dann gehen wir mal hier hoch. Auch hier gibt es wieder ein etwas höher gelegenes Gebäude. Genau. Gleich eingerichtet wie die anderen. Nichts Besonderes. Genauso hier. Und hier geht es dann auch ein bisschen hoch den Berg rauf. Kann man auch auf den Wald heruntersehen. Da scheinen mal ein paar Gebäude durch. Dort oder dort. Und hier oben gibt es dann auch noch mal ein paar, ja, Wohnungen oder Häuser sozusagen in den Berg geschlagen.
dann die Wände mit diesem Pilzmaterial ausgekleidet. Ein bisschen braun, ein bisschen rot. Ja, finde ich auch richtig cool, wie das dann, ja, so aussieht. Gefällt mir richtig gut. Aber das war es natürlich noch nicht. Und zwar gehen wir jetzt mal auf die andere Seite vom Dorf. Wenn wir hier auch mal den Wegen folgen, sehen wir auch hier jede Menge Häuser. Hier auch mal ein bisschen anders eingerichtet. Ein paar Hühner laufen mir anscheinend auch rum. Auch hier wieder ein etwas höher gelegeneres Haus. Auch hier sogar mal mit Truhe. Ist natürlich nichts drin. Ja, da waren wir schon. Ich verliere selber so ein bisschen den Überblick hier. Aber okay. Auch hier ein Haus. Da geht's auch noch weiter mit dem Weg. Den zeige ich euch aber gleich. Auch hier überall so ein bisschen. Auch mal hier so ein bisschen im Wasser. Keine Ahnung warum, aber tja. Und ich muss sagen, ich habe auch relativ wenig Bäume dafür gefällt. Also wenn da mal Platz war, dann habe ich einfach ein Haus hingesetzt. Dann hier mal den Weg dann zwischen den Bäumen durch. Dann hier vielleicht einen Baum gefällt für dann ein Haus und einen Weg. Aber das Ganze soll natürlich so natürlich wie möglich aussehen. Und hier sehen wir nochmal, deswegen einfach nicht zu viel Bäume gefällt, nicht zu viel den Wald hier verunstaltet. Und ja, deswegen sind die so ein bisschen weiter auseinander, die Häuser. Und ja, dann schauen wir mal hier rein. Hier ist ein etwas größeres Gebäude. Wir sehen, was gibt's hier oben? So eine Art, Ausguck. Oder so ein, so eine Art Dachterrasse. Hier ist auch ein bisschen mehr Platz drin. Wir sehen das übliche Bett, ein bisschen Ofen und so. Und dann hier auch ein Tisch mit Stuhl. Und wenn es dann hier weitergeht, gehen wir als erstes hier. Hier sind wir dann nochmal wieder bei der Taverne, beziehungsweise bei den Wohnungen aus der Taverne. Und hier oben drauf gibt es auch nochmal so einen Aussichtspilz sozusagen. Kann man auch die anderen beiden sehen. Und ja, finde ich richtig cool hier. So, hier gibt es natürlich auch eine Treppe. Aber die ist natürlich jetzt im Steinmaterial, also im Stein. Deswegen erkennt man die nicht so. Und auch hier haben wir wieder eine etwas größere Wohnung. Mit größeren Fenstern auch. Und hier haben wir ein richtig großes Haus. Es geht auch über mehrere Etagen. Wir sehen hier, haben wir einen Holzboden drin. Und eine Holzdecke. Und hier geht es auch dann in eine Etage weiter oben. Hier gibt es eine Sitzmöglichkeit. Bänke, einen Tisch. Und hier oben hat er dann auch, seinen Balkon sozusagen und kann dann rausgucken. So, dann hier, wo wir gerade reingekommen sind, natürlich auch wieder, so eine Art Ablage, Öfen, Crafting Benches und dann hier unten kann er schlafen, aber hier geht es auch raus, denn das Ganze ist auch am Berg gebaut und man kann quasi auf zwei unterschiedlichen Etagen dann eben auf der Höhe des Bodens das Haus verlassen. Ich glaube dann, das war's auch so ziemlich. Eine Sache gibt's aber noch. Und zwar, wenn wir hier lang gehen, dann gibt's hier natürlich die Pilzfarm, wo Pilze angebaut werden. Und dann natürlich auch das Material für die ganzen Häuser gefarmt wird.
Also wir sehen hier ein Riesenfeld, alles voller Pilze. Beziehungsweise auf dieser Seite dann die roten Pilze, hier die braunen Pilze. Und ja, dann war's das für diese Folge auch schon. Und ja, checkt auf jeden Fall die letzte Folge aus. Da haben wir das, ja, habe ich euch die Taverne und das Rathaus gezeigt. Und noch ein paar andere kleine Dinge. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo ich euch noch ein bisschen was zeige, was abseits des Weges liegt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Schaltet auf jeden Fall unbedingt da wieder ein und hinterlasst direkt ein Abo, um das nicht zu verpassen. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut und bis dahin. Ciao, ciao.